Moin moin und schönen guten Abend, meine lieben Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir Firewatch. Nachdem ich nun Kona durchgespielt habe, hat mich dieses Genre irgendwie so ein bisschen gepackt. Und Firewatch ist auch auf die Switch erschienen, ich glaube kurz vor Weihnachten am 19.12. Und ich dachte, da gehen wir doch mal direkt rein. So, dann fangen wir an. Los geht's. Neues Spiel, wir gehen kurz auf die Einstellung. Vielleicht kann man da noch irgendwas anderes einstellen. Handheld Lautsprechermodus. Nein, 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 nein. Stumpel. Untertitel anzeigen. Ich mache mit Untertitel. Falls ich mal drüber rede, verneigt es mir. Gameplay und Darstellung. So, hier oben kann man noch die Steuerung angucken. Okay, das werden wir wahrscheinlich in einem Tutorial so gleich festmerken. So, wir werden auf jeden Fall mal die Lautstärke ein bisschen runterfahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass es zu laut wird. Schon runter. So, auf 60. Schön. Gehen auch runter auf 60. Sprache lassen wir laut. So, und dann können wir auch loslegen, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Los geht's. Mal spielen. Gucken, wie sich die Ladesequenzen hier halten. Ich hoffe, in Grenzen. Campo Santo präsentiert. Zusammenarbeit mit Panic Inc. Boulder, Colorado, 1975. Du siehst Julia. Okay. Ich sehe Julia, aber es passiert gar nichts. Achso, ich habe drauf gedrückt am Knopf, okay. Sie ist ungefähr in deinem Alter, Ende 20. Sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der University of Colorado Boulder. Du, Henry, bist mit deinem Kumpel eintrinken. Du gehst zu ihr. Okay. Du bist betrunken. Ah, okay. Also, was ist dein Hauptfach? Du siehst gut aus. Ich bin der direkte Typ. Du siehst gut aus, antwortet sie unbeeindruckt. Du siehst nicht gut aus. Du hast jetzt schon einen Kater. Was? Entgegnest du ihr verwehrt. Du könntest bestimmt einen Cheeseburger vertragen, sagt sie. Sie winkt einen Kellner ran. Eine Woche später seid ihr zusammen. Siehst du, so einfach geht das. Besoffen, direkt hin. Klatsch, hast die Olle an den Hacken. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Okay. Es ist so leicht träge, ist es schon hier, wie man merkt, ne? Objekt benutzen. Ein Rucksack, den nehmen wir mal. Noch irgendwas hier? Okay, noch geht's. Krass. Also ich glaube, die Grafik haben sie wirklich derbst reduziert vom Original wahrscheinlich. Wenn man guckt, ist das ja... Das sieht nicht wirklich schön aus, ne? Muss man leider mal sagen, aber... Vielleicht ist das Spiel ja gut. Steigen. Warum nimmst du nicht auf den Beifahrersitz? Macht doch mehr Sinn. Na gut. Ihr seid schon gut ein Jahr zusammen. Sie macht dich wahnsinnig. Es ist toll. Ihr zieht zusammen in eine Wohnung nahe der Universität mit Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Terrasse. Eigentlich trinkt ihr überall Bier. Das Leben ist schön. Julia möchte einen Hund. Da gibt es einen verwahrlosten kleinen Beagle. Julia verliebt sich sofort in ihn. Sie möchte mit ihm in die Unterricht nehmen. Es gibt auch einen bedrohlich wirkenden, aber sanftmütigen blickenden Schäferhund. Wenn Julia diesen Hund ausführen würde, könnt ihr nicht zustoßen. Es ist ein imposantes Tier. Na gut, komm, von mir kriegt sie den kleinen Hund. Bucket ist ein guter Hund. Nach einer Woche denkt ihr gar nicht mehr über den anderen nach. Julia liebt ihn, du auch. 79. Ihr unterhaltet euch auf der Dachterrasse. Es ist Sommer. Es ist 21:30 abends und die Betonwüste unter euch glüht noch immer. Was hältst du von Kindern? Fragt sie. Kinder? Die sind nicht sehr schlau. Oder zu irgendwas nütze. Ich meine, ob wir welche haben wollen. Ein paar kleine Dummköpfe. Das wäre schön. Eines Tages, wozu die Eile? Ich sag mal, das wäre schön. Das wollen die auch garantiert immer hören.
Dann sollten wir vielleicht heiraten. Ja, das fände ich gut, antwortest du. Unsere Kinder werden schon verkorkst genug sein. Es kann nicht schaden, wenn ihre Eltern wenigstens verheiratet sind. Du findest, sie hat vollkommen recht. Okay. So. Einen Rucksack? Den haben wir schon wieder aufgetan, okay. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Warning. Okay, also was wir genau wollen, sollen, weiß ich nicht, aber wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Ein Vogelhäuschen. Also ich finde die Hoch-Runter-Achse ist sehr, sehr träge. Und das nochmal schneller einstellen kann. Oh. 1980, es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Sie ruft nicht an. Du machst dir Sorgen und wirst immer wütender. Sie kommt nach Hause, als du schon im Bett liegst. Sie ist nicht wirklich betrunken, hatte offenbar einen schönen Abend. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt. Du wirst sauer, du ignorierst sie. Ist ja egal, was ich mache, ist beides verkehrt. Du bezeichnest sie als rücksichtsloses Arschloch. Leck mich doch, brüllt sie. Stell dich nicht so an. Du bezeichnest sie als egoistisch. Sie weiß, dass du es ernst meinst. Es verletzt ihre Gefühle. 81. Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dich. Du spannst deine Muskeln wie He-Man an. Du tänzt herum wie ein Victoria's Secret Model. Das machen wir. Julia hatte recht. Du siehst gut aus. Okay. Ich muss ganz kurz in die Steuerung nochmal reingehen. Weil irgendwie ist es so träge. Kann man das schneller machen hier? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Steuerung? Ne, kann man nicht. Schade. Wäre schon cooler gewesen, aber naja. Gut, gehen wir weiter hier durch den Wald. Oh, Pixar. Mal aufpassen, ne? Warte mal, ich würde ganz gerne eine Sache ausstellen, und zwar dieses Kopfwackeln, das nervt mich so ein bisschen. Wir brauchen eine Kopfbewegung. Das reicht mir, so ist es auch angenehmer, oder? Dieses Wackeln. So, was stand da? Feuerwachturm, Two Forks, noch 13 Kilometer, okay. Über Hindernisse klettern. Yes! Gar kein Problem für mich. 1982, am Sommerabend geht ihr gerne mit Bucket spazieren. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall her an. Einer von ihnen versucht euch mit einem Messer auszurauben. Er tritt Bucket. Verdammt, der Hund, schreit Julia. Sie ist aufgeregt. In Stresssituation stottert sie schnell. Du stellst sie dem Angreifer entgegen. Du jagst ihn davon, du polierst ihn in die Fresse. Komm, polieren wir mal die Fresse. Er verpasst dir eine Schnittwunde am Arm, aber du prügelst ihn krankenhausreif. Du fühlst dich nicht sonderlich stark. Du holst Rotz im Wasser, bis die Polizei aufkreuzt. Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Du stimmst dir zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen. Von da an spaziert ihr am Fluss entlang. Na, wenn man sowas gehabt hat, ne? 84! Eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. Julia wird einen Job in Yale angeboten. Yale liegt 3000 Kilometer entfernt in Connecticut. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Sie möchte umziehen. Du auf keinen Fall. Du überredest sie, das Angebot abzunehmen. Du bist einverstanden, wenn sie pendelt. Pendeln wir. Du fragst sie, ob sie pendeln würde. Du möchtest nicht nach Connecticut ziehen. Sie sagt, es würde anstrengend werden. Aber sie würde es tun, wenn du nicht umziehen möchtest. Du sagst ihr, sie solle sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn es das ist, was sie möchte. Sie nimmt den Job an und fliegt 3-mal im Semester zurück nach Boulder. Das ist doch scheiße. Ich sag, Beziehungen auf Entfernung klappen nicht. Schau mal vorab, klappen niemals. Julia wird nach einem Vorfall in Yale beurlaubt. Sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hatte, die sie für ihre Forschung benötigte. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm die Bücher 2 Tage zuvor mit Freude geliehen hatte. Oh. Und fand sie weinend im Treppenhaus. Du findest, ihr solltet vielleicht mit jemand anderem darüber reden. Ihr macht Macaroni und versucht es bei einer Flasche Wein zu verdrängen. Nee, das darf man nicht. Nicht verdrängen. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellt sich heraus, dass Julia unter Demenz im Frühstadium leidet. Sie ist 41. Ihr beschließt vorerst, niemandem davon zu erzählen. Oh, das ist doch nicht so schön. Boah, Alter, guck dir das mal an. Das ist echt grauselig hier mit den Texturen, oder? Schade, schade. Na gut, Tagebuch nehmen wir mal. Oh, so sieht sie mich. Ein hübscher Typ ich bin.
Bucket wird langsam alt. Jule findet es gut, dass er ruhiger wird, da er nun im Haus weniger anstellt. Eine Woche später kehrt sie zur Universität zurück. Julias Zustand verschlimmert sich. Sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt in Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird dauerhaft krankgeschrieben. An manchen Tagen ist sie Julia, die sich als Trottel bezeichnet und eure ungeborenen Kinder als kleine Dummköpfe. An anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Vater steht an der Tür. Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr. Eine Weile lang besuchen eure Freunde euch und bringen kleine Geschenke zur Aufheiterung mit. Ihr Zustand verschlimmert sich weiter. 88. Du verbringst deine Tage damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Du zählst die Sekunden zwischen den 2-wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meint, Julia sollte woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann, in einem Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Du beschließt, sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist. Du bist fest und... Nee, komm, weg mit ihr. Sünde, ne? So denke ich natürlich nicht, aber ich glaube, das ist... Das hält man selber auch nicht durch, auf Dauer. So. Hier geht's längs, okay. Okay, habe ich also keine Freunde mehr, würde ich behaupten. Was treibt es mich jetzt hier in die Natur? Ist die Frage. Guck mal, ein Hirsch. Läuft er weg. Ihre Eltern sind mit deiner Entscheidung einverstanden. Du findest eine großartige Einrichtung für sie in Boulder. Du besuchst sie jeden Tag. Später nur noch jeden zweiten Tag. Du gehst mit deinen Freunden in die Bar. Es ist nicht wie immer wie früher. Wenn du mich jemals so wie Henry in ein Heim steckst, schneide ich dir die Eier ab, glaubst du. Bekommt jeder deiner Freunde von seiner Frau zu hören. Du beschließt allmählich noch, dich seltener mit deinen Freunden zu treffen. Julias Schwester Susan zieht nach Boulder, um in ihrer Nähe zu sein. Sie besucht sie täglich, manchmal begleitest du sie. Susan kauft dir eine alte Schreibmaschine. Du sollst schreiben, wenn du schon keinen Therapeuten aufsuchen kannst. Willst du nicht? Nee, willst du nicht. Du hast Susan schon immer sehr gemocht. Monate vergehen, Bucket stirbt. Wenn du Julia von ihm erzählst, kann sie sich nicht mehr an ihn erinnern. Manchmal dauert es auch nur eine Minute, bis sie dich erkennt. Insgeheim glaubst du, es liegt daran, dass du sie immer seltener siehst. Und je seltener du sie siehst, desto mehr vergisst sie dich, glaubst du. Der Sommer steht bevor. Du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Jetzt kommen wir der Sache näher. Du nimmst den Job an. Das ist bestimmt mein Job. Und zwar bin ich jetzt Wächter auf einer Firewatch-Turm. Würde ich mal behaupten. Ich weiß es natürlich nicht, ne? Bin ein bisschen gespannt. Da ist der Turm. Geil. Betritt den Feuerwachturm. Machen wir. Oh, da oben brennt es. Ne, leuchtet es. Ah, ich kann schnell laufen, wenn ich drauf drücke. Das ist schon mal gut. Die Turme erinnern mich so ein bisschen an Kona. Das sieht eigentlich fast genauso aus. Aber naja, wie soll man auch einen Turm anders darstellen, ne? Auf jeden Fall sieht es ganz idyllisch aus hier. Mal hoch. Schauen wir mal, was oben abgeht. Oh. So. Schalte den Strom ein. Hello, Two Forks Tower. Oh. Funkgerät. Okay. Ach, ich kann es auswählen. Okay. Hallo. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine. Then can I, like, sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Antworten.
Du hast drei Ehemänner umgebracht. Du rebellierst gegen deine Mutter? Okay. Du hast drei E-Mail gemacht, du kannst dich. You're just gonna wait me out on this? Ach scheiße, ich muss auch schnell darauf antworten. Fine. But I'm gonna take a second here and have a guess about you. Let's see. I don't know anything about you. But 9 times out of 10, folks out here simply got dumped. Is that it? Close? Good night. Good night. Welcome to the job. Okay, los geht's. Firewatch ist da. So, es war mal ein langes Intro, muss man ja sagen. Tag 1. Gucken wir uns Tag 1 mal an. Bin gespannt, also es ist so ein bisschen anders als Kona, merkt man gerade so, von der Art her. Aber es ist schon irgendwie aufregend, weil man nicht genau weiß, was jetzt passiert. Gut gemacht ist es allemal. Grafisch haut es mich nicht vom Hocker, aber soll es ja vielleicht auch gar nicht, solange der Inhalt stimmt. Also das Spiel hat ja auch ein paar Preise abkassiert, habe ich schon gesehen, und überall gute Wertungen bekommen. Ganz so schlecht kann es ja da nicht sein. Die Ladesequenzen könnten ein bisschen kürzer sein. Ach, guck mal. Morning, Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Nur das funktioniert mal. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Woo. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it, that hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it, do you see it? Yes. Ah, okay. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Okay, wo ist Westen? Ich hab gar keinen Kompass hier. Fucking fireworks? Hä? Kompass benutzen, achso, okay. I need you to confirm. Do you see them? Was ist denn? Oh ja. Seriously, are you seeing this? Yes, I see it. Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Soll ich meine Fäuste einsetzen? Kann ich Ihnen eine Strafzahl stellen? Ich kann euch gut maßregeln. Ach komm. Do you think you can handle that? Like, kick the shit out of him sort of straight? No. Jesus, no. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Just make sure they don't do it again. Take their shit. All right, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Warte. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. Okay, den kann ich merken, den Code. Actually, that for all of them. Secure. Shut up. Gut, packen wir mal den Kompass weg. Und, müssen wir irgendwie eine Kleidung anhaben oder so? Wahrscheinlich nicht. So. Kann ich den Rucksack wieder mitnehmen? Den darf ich nicht mitnehmen? Okay. Funkgerät haben wir dabei. Vorräte. Na gut, wir gehen jetzt mal raus und machen das, was sie gesagt hat. Ach, den nimmt automatisch mit. Okay. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Ein bisschen Richtung Westen. Wir sehen ja, wo das Feuerwerk ist. Mal schnell da runter. Hier ist Propangas. Okay. Fängt ja gut an hier, ne? Ich meine, ganz ehrlich, wer macht denn in einem Wald bitte sehr ein Feuerwerk? Wie behindert kann man denn sein? So, Karte lesen. Also. Wir müssen nach Westen. Das ist ja in die Richtung. Näher ranhalten. So. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind da. Und wo sollen wir hin, hat sie gesagt? Oh, das ist also 306.
306 ist da. Kann ich hier irgendwas draufsetzen? So einen Punktmarker? Das ist 306, okay. Sieht man auf jeden Fall da auf dem grünen Punkt. Da werden wir hinlaufen. Bin ich da richtig? Yes. Also brauchen wir nur dem Weg folgen hier. Das machen wir mal. Also, laufen wir ein bisschen. Ein bisschen schneller hinkommen auch. Ja. Aber ganz ehrlich, wer macht denn ein Feuerwerk? Wie dumm ist denn das? Oder ist das eine Versorgungskiste? Ja, will ich ja. Bin gleich da. Ja, hinkommen. Mal rüber. Ich bin ein cooler Ranger. Da ist die Versorgungskiste. Mal hingehen. Gut, dass die überall sind, die Sachen. Okay. Eins, zwei, drei. Ah, ist echt ein schlechter Code, ne? So. Das alte Seil nehmen wir. Was ist da noch drin? Eine Eichel? Müsli-Riegel nehmen wir auch mit. Kiefernzapfen? Halt. Kiefernzapfen. Untersuchung? Okay, man sieht da nicht viel dran, diesen Kiefertapfen. Können wir also fallen lassen. Aber den Riegel nehmen wir noch mit. Untersuchung? Also ich kann den nicht einpacken. Ich kann ihn jetzt nur wieder da rein tun. Wir packen mal wieder rein, weil den brauchen wir jetzt ja nicht. Und essen wollen wir jetzt auch nicht gleich, ne? Zack. So. Versorgungskiste schließen wir mal wieder. ZR-Informationen abschreiben. Was steht denn da? Karte aktualisiert. Wo? Das müssen wir mal kurz angucken. Das, was hat er denn da jetzt gemacht? Ach, guck mal da. Hat er so ein paar Dinger reingebracht. Was bringt denn das? Gut, wir müssen das Feuerwerk finden. Bei Richtung Westen, also ein Pommes rausholen. Die Richtung, ne? Weiter geht's. Dup, 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 dup. Was bleibt denn hier auch mit Feuerwerksraketen rum? Also, ein paar Leute sind ja auch nur behindert, oder? Links. Kommt dicht daran, wir hören es auf jeden Fall. Mann, Mann, Mann. Unten links gehen oder da oben links? Gucken wir gleich mal. Okay. Muss hier hingehen. Da ist ein Seilhaken. Das Ding, wir machen jetzt runter. Dafür, dass er noch nie gemacht hat, kriegt ihr aber ganz schön hier was zu bieten, oder? No, no, no! Oh. Ach Quatsch. Scheiß, was war das denn? Das war nicht so clever. Kletterunfall melden. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Ja. Trotzdem müssen wir noch zu diesem Feuerwerk gekommen. Wo war denn das? Richtung Westen, ne? Kümmere dich um das Feuerwerk. Ja, ich würde auch gerne dahin. Aber wo ist denn das? Ich will jetzt kein Geballer mehr. Im Himmel sehe ich leider auch nichts. Hä? Verstehe ich nicht. Okay, müssen wir noch längs laufen hier? Hat das eingezeichnet, das Feuerwerk? Nee, ne? Ganz hier hinten. Nein, vielleicht ist es ja da oben. Da bei diesem
Probieren wir mal da reinzukommen. Also hochklettern kann ich nirgendwo. Da bin ich wahrscheinlich zu dumm. Gehen wir hier mal weiter den Weg. Der Weg wird uns wahrscheinlich dahin führen. Da drüben liegen zwei Rucksäcke. They left their packs tied up here. The idiots down at the lake? Yeah, them. I just found where they're hanging out. Aus, die Scheiße. Oh shit, ferret or Irish. Für später aufheben, halten. Untersuchen. Pack einen Rucksack, okay. Ein paar Sachen können wir also doch nehmen. Bierdosen. Aufräumen, halten. Wir räumen auf hier. Da ist noch ein Feuer weg. Konfiszieren. So. Hier liegen noch ein paar Sachen. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. What if they're naked? Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back. Okay. Gut, machen wir. Okay, ich glaube, die werden so ein bisschen. Was geht hier denn ab? Da vergnügen sich, glaube ich, zwei jetzt. There are panties. There are what? I don't want to say that word again. Why? Because you're 12? Oh, schauen wir uns die mal an. Kleinen Fetisch haben wir wahrscheinlich. Lecker. Also eine typische 90er Musik, 80er, 90er Musik, ne? Wir sind zwei Frauen, würde ich sagen. There's a. Ooh. Yes? There are two naked ladies out here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies, same as anyone, but there's, you know. Yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground and do your job. Okay. So, machen wir erstmal die Musik aus. Full stereo! Oh, hey, put that down! Seriously, it was expensive! Fucking cool it with the fireworks! Please just put it down! We won't light anymore! This guy's creepy, Chelsea. You probably have a tiny dick! Chelsea? Full stereo! Hier, schmeiß ich ins Wasser. You asshole! Light another firework and it won't be your stereo I wreck. Oh, fuck you, psycho! Wie geil ist das eigentlich? Ich wusste nicht, dass man das machen kann, aber das ist ja ziemlich cool. You fucking pay for this. You can't just harass girls in the woods. Let's get out of here. Also, ihr geht in die falsche Richtung ohne Kleider. Nun gut. Das müsst ihr ja wissen, nicht ich. So. Wir gehen zurück zu unserem Turm. Ich habe eventuell ein bisschen übertrieben. I might have got a little hot. What's a little hot? Some of their personal property took a swim. Ugh. Well, I can't do anything about it now. Nope. Thanks for dealing with them though. Seriously. No problem. Okay, gehen wir diesen Weg zurück. Kann man also anscheinend auch längs kommen. Das ist natürlich gut. Da. Hätte mich auch mit den Frauen wahrscheinlich anfreunden können. Vielleicht hätte ich auch eine, wer weiß, mitnehmen können. Oder ich hätte einen himmlischen Dreier bekommen. Man weiß es nicht. Na gut, wir gehen jetzt einfach wieder zurück.
Wie genau kenne ich nicht, aber ich glaube, es müsste in diese Richtung sein. So, I have a bit of a confession to make. Oh, oh. Was denn? What is it? I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know. I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. Keine große Sache für mich. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Ja, ich gehe gerade einen kleinen Umweg, wie ich sehe. Aber egal. Wir kommen da schon hin. Los. Oder komme ich da überhaupt hin, diesen Weg hier? Man weiß es nicht. Verfranse ich mich auch gerade. Nee, man kann bestimmt da längs kommen. Ein Gewitter ist in der Nähe. Das ist nicht so cool. Okay. Wir müssen, glaube ich, schnell nach Hause kommen. Ich glaube, ich verfranse mich immer mehr. Kann das sein? Nee, es ist... Muss doch irgendwo da hochkommen. So. Ja, weg damit. Okay, es kommt wirklich ein Gewitter. Das hört man auch schon. Gruselig. Vielleicht kommen wir hier nicht irgendwo rechts hoch. Bestimmt, ne? Yes. Oh, hier ist noch eine Box. Komm mal reingucken. Eins. Zwei. Drei. Nein, nein. Hier. Wenn mal die... Zeichne mal die Informationen ab, die auf der Karte stehen. Aber wofür das ist. Und was ist da drin? Eine Taschenlampe nehmen wir mit. Okay, sie funktioniert. Taschenlampe ein aus. Perfekt. Ist da noch drin? Ein Horn? This is a horn or an antler or whatever. Well, antlers are made of bone and horns are made of the same stuff as your fingernails. I guess this is a bone. Antler. A ranger must have found it this spring. Okay. Das ist eine Höhle. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave? I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So... So, I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. Okay, hello. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. God damn it! Ein lustiger Typ. Aber wie kommen wir oben rüber gehen? Dann gehen wir mal in die Hülle rein. Pass mal auf. Gibt's hier einen anderen Ausweg oder so? Was ist das denn? Tor zur Höhle? Hier ist ein verschlossenes Tor. This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Aw, sorry, Hank. Wollen wir hier hochgehen? Ah, okay. So, jetzt können wir, glaube ich, wieder in die Nähe von unserem Turm kommen. Behaupte ich mal. Gehen wir zum Turm zurück. There's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something I... Something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Sie ist schon lustig, die Tante. Springen.
Das kann er jedenfalls. Ich geh mal hoch, vielleicht treffen wir den Typen ja nochmal. Ich glaube anscheinend irgendwie nicht. Hier war er doch gerade, ne? Kleinen Daumen hoch. Okay, hier kann man auch noch hochklettern. Vielleicht eine kleine Abkürzung zu unserem Turm? Ich weiß es nicht. Scheint nicht. Ich weiß auch nicht mal, ob wir in der Nähe vom Turm sind. Wir gucken auf die Karte. Oh doch, wir kommen langsam hin, oder? Okay, da geht's auch nochmal hoch, da gehen wir auch mal hoch. Nicht, dass uns gleich jemand da oben runterschubst oder so. Natürlich fatal. Oh, es ist ganz schön anstrengend hier bergwach zu sein, behaupte ich mal. Weg gesperrt, Schild. Oh gut, dass wir von dieser Seite kommen, nicht von anderen. Das ist unser Turm. Was ist denn hier? Ja. Was ist ein Generator? So it's just the outhouse then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And full disclosure, I pee wherever I want as well. So this generator is all the power I've got out here. Yep. It doesn't go through much gas, and well, you don't have much in the way of electronics, so. Aber mein Föhn. What about my hairdryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. Ich glaube, die müssen wir nachher mal treffen. Die ist bestimmt ganz tough und witzig drauf. So. Ups. Wieso liegt denn die Schreibmaschine hier? Haben wir die hier runtergeworfen? Eigentlich nicht, oder? What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You right? Yeah, look, the wind? No. How the hell? You should get inside. Fuck me. Okay. Someone broke in. They what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Untersuchen? Das schön. Echt jemand hier eingebrochen, wa? I'm gonna have to fix the window. Okay, I put in a call. Okay, thanks. Do you have any idea who would have done this? Vielleicht der Typ im Canyon. Maybe that guy I saw in the canyon, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts? Great. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. Okay. I need you to feel safe out here. Sag mir einfach, wo ich eine Waffe finde. Just point me to the Forest Service weapons cache and I'll feel safer than the Pope in his little car. Yeah, someone made the choice years ago that leaving people with infinite amounts of alone time and a gun was kind of a bad idea. Grenades? I'll see what I can do. Tag 2. Gut.
Aber das soll es auch gewesen sein für heute. Den ersten Tag überlebt. Und ich würde sagen, das reicht auch. Tag 2 geben wir dann direkt in der nächsten Episode an. Ich danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.